Monique Angermüller, 29 Jahre, Eisschnellläuferin. Spezialistin für die Kurzdistanzen bis 1500 Meter. Weltcupsiegerin, Gesamtweltcup-Dritte, achtfache deutsche Meisterin mit Olympiaerfahrung. Ich habe mit dem Eisschnelllaufen in der zweiten Klasse angefangen. Es ist aber so gewesen, dass ich eigentlich gar nicht Eisschnelllauf machen wollte, sondern es war so die Katharina Witt-Hochzeit und ich wollte einfach nur Schlittschuh laufen. Dann haben sie gesagt, ja, aber geh mal darüber in die andere Eishalle, da kannst du auch Schlittschuh laufen. Und ja, habe ich das gemacht und bin dabei geblieben. Schon in frühester Jugend gab es für die Athletin nur das eine große Ziel, die Olympischen Winterspiele. Als Kind habe ich dann immer gesagt, oh, da will ich unbedingt hin. Ich glaube, dort bei Olympia teilzunehmen, ist ein unglaubliches Glücksgefühl für einen Leistungssportler. Ich weiß gar nicht, ob das normale Menschen so nachvollziehen können, dieses, ich nenne es mal Wahnsinnige, für diesen Wettkampf. Bei den kommenden Spielen in Sotschi soll es besser laufen als in Vancouver 2010, als sie Platz 11 im 500-Meter-Wettbewerb belegt. Natürlich waren Olympische Spiele auch ein sportliches Supererlebnis für mich, war nur leider nicht so erfolgreich. Damals nach Olympia, eine Woche später, habe ich ja dann meinen ersten Weltcup gewonnen. War irgendwie eine Woche verpasst. Die Vorfreude ist da, die Fitness vorhanden und auch die Einstellung stimmt. Mein größter Sport, der Traum, ist natürlich eine Olympiagoldmedaille. Die von jedem, der hier auf dem Eis steht, glaube ich. Ganz einfach. Monique Angermüller, eine deutsche Medaillenhoffnung bei den Winterspielen in Sotschi.